go home. And stay there. So, eine Stunde, 46 Minuten, 50 Sekunden. Puh. Gut, dass mein Headset wirklich anpassungsfähig ist und man das echt die ganze Zeit tragen kann. Allerdings wird es ein bisschen warm. Dann analysieren wir mal seine Verteidigung und schauen mal, was wir hier anrichten könnten oder nicht. Das hat schon mal gesessen. Gut, schauen wir mal rein. Landverteidigung ist vertreten, hier sogar mehr als gut wäre. Abwehr auch alles da. Überall verteilt mittendrin. Das heißt, wenn ich hier jetzt eigentlich so eine kleine Armee hinschicken würde, also transportieren würde mit meinen Leuten, dann würden sie schon angegriffen werden. Allerdings könnten sie auch schneller durchgehen. Das heißt, ich könnte auch mit Landeinheiten versuchen, ein bisschen durchzukommen. Werde ich jetzt nicht tun, denn der galaktische Koloss, ich werde ihm anvertrauen, ich werde ihm vertrauen, dass er das wohl hinkriegen wird. Vermute ich jedenfalls mal stark, dass er das schafft. Zur Not habe ich einen zweiten im Bau. Ha, ah. So, ne, dass das auch alles funktioniert hier. Moment mal, war mein Mikro war gerade vielleicht ein bisschen weit zu unten. Ich hoffe, das war jetzt kein zu großer Fail. Wenn dem so wäre, würde ich, glaube ich, gerade ausrasten. Ach du Scheiße. Was haben wir hier? Hä? Was haben wir hier? Hä? Hä? Jetzt so strategische Bomber und so. Dann würde ich nur noch hier sitzen und sagen, ach die Scheiße. Lufttransporter. Ja, Jungs. Damit kannst du ja mal gar nichts anrichten. Bäm. Bäm. Okay. Ja, Mensch, Junge, du kannst doch da hingehen und hier so dich auffüllen immer wieder. Ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr. Komm, aber noch zwei. Dauert ja nicht so lange. Hier trifft es nicht besonders gut, aber immerhin, ein Schildgenerator ist kaputt. Was will man denn so viel mehr? Spionageflugzeuge machen wir mal 5 Stück. Dürfte auch gut sein. Denn dann haben wir hier nicht mehr so viele Probleme mit dem, wie sieht es denn hier aus? Was ist denn noch da und was und so weiter und so fort. Was geht denn hier ab? Das wäre natürlich nicht gut, wenn die jetzt meinen Kollegen hier angreifen wollen. Ich gehe nämlich jetzt komplett durchs Wasser. Das muss man mal beachten. Ich werde jetzt komplett durchs Wasser gehen, weil ich das wesentlich einfacher finde. Weil mich dann nur wirklich diese Einheiten angreifen können. Kann ich jetzt abwehren mit meinen U-Booten. Allerdings müssen die jetzt auch erstmal dahin kommen. Geh mal bitte komplett ins Wasser. Einmal komplett ins Wasser, bitte. Dann kannst du nämlich auch nicht mehr so stark angegriffen werden. So, die hauen ab. Das heißt, da muss auch irgendwas Großes im Schilde sein. Wäre jetzt auch nicht so nice, aber immer noch vertragbar, glaube ich. Hoffe ich. Machen hier nochmal Zar. Ach ja, Tick 1. Ich habe gedacht, da wird jetzt was Großes sein. Ich habe nichts gesagt. Ja, ja, los jetzt. Ubo, die haut da schon rein. Das kenne ich doch von euch nur so. Ich vermute mal, ich könnte noch einen Energiegenerator gebrauchen. Glaube ich. Wow, was geht denn jetzt ab hier? Komm. 97%, oh mein Gott.
Oh mein Gott! Alter, was. Alter! Ich sehe schon, komm, der kommt nicht durch. Wenn der nicht durchkommen würde, oh, ich würde hier irgendwie. Oh, ich würde sofort ausrasten. Sofort auf das Riesenteil hier. Der hat nur noch 94%. Das kann es ja nicht sein. So, du Kollege, du wirst hier aber mal ganz schnell drauf gehen. 93%. Oh, ich glaube, es war was Größeres. Gut, egal. Alter, wenn der es nicht schafft, ne? Dann glaube ich, dass dieser Siren schon ein bisschen zu overpowered ist. So, dritte fliegende Festung. Wird nicht die einzige bleiben. Oh Gott. So. Jetzt heißt es, Kollege, durchmarschieren. Und zwar mitten rein. Hell yeah. Please do it, man. Wenn der es nicht schafft, dann wird's kritisch. Deswegen werde ich jetzt auch den gleich nur begleiten. Der kriegt gerade permanent was ab. Okay, das wird interessant. Einfach durchgehen, Kollege, einfach durchgehen. 89%, das sieht sehr gut aus. Aus der Entfernung vernichten. Jetzt hau ab. Nicht unterliegen. Doch, wirst du und dein. Nein, der muss überleben. Wurde getötet. Er ist nicht länger eine Bedrohung. Ja. Schön, aber. Ausgeweitet. Boah, die lebt noch. Alter, wie geil. Der UEF-Commander ist tot. Ich habe die Black Sun-Prinzessin. Wie lauten Ihre Befehle? Sie wagen es, mich zu verraten? Geil. Ich habe Ihnen nie gedient, Mann. Geil. Die Prinzessin hat mich befreit, mir die Lügen der UEF aufgezeigt. Sie hat mich die ganze Zeit befehligt. Geil. Und ich habe die Kontrolle über die Selbstzerstörungscodes meiner Untergebenen, Arnold. Nein. Leben Sie wohl. Nein. Nein. Ja, das habe ich bereits gesagt. Sie haben mir das Licht gezeigt, Prinzessin. Dafür bin ich dankbar. Fuck. Champion, vernichten Sie Markson. Lieben gerne, Prinzessin. Scheiße. Alter, Markson ist so ein Schwein. Ich will den Typen tot am Boden liegen sehen. Und zwar umgehend, ja? Komm, mach's hier. Komm, du machst hier noch den Rest kaputt, ne? Danke. Benutz deinen Strahl. Alter, jetzt geht's ab hier. Boah, Alter, geh nicht schnell drauf. Was hat denn der hier alles gebaut, ey? Heilige Scheiße. Jetzt liegt's am heiligen Angriffsspot. Markson zu zerstören. Oh, der hat auch einen. Scheiße! Das wusste ich nicht. Gut, das wird vielleicht auch noch eine schwierigere Schlacht, als ich mir vorgestellt habe.
werden mal hier bleiben. Und hier baue ich aber auch noch eine Verteidigung auf, beziehungsweise baue ich erstmal einen Schildgenerator hin. Und das dürfte doch schwieriger werden, als ich dachte. Komm, geh ruhig durch, Kollege, geh ruhig durch. Okay, das wird noch eine schwierige Angelegenheit, muss ich sogar sagen. Sieht nämlich, wie mein Typ gerade kaputt gemacht wird. Komm, mach den Typen fertig hier. Der hat nur noch 89. Ach, scheiße, ich hab weniger. Meiner wird leider eher drauf gehen. Stimmt's? Ja. Knapp, aber wird so sein. Gleichzeitig! Boah. Damit wäre aber seine stärkste Waffe ausgeschaltet. Und genau das ist das Positive hier gerade. Bau ein, sofort. Oh, wo kommt der denn her? Okay, der hier hat hier oben echt gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Muss ich sagen, Alter, da hat er echt ganz schön gut reingehauen. Den schicke ich jetzt gleich hier unten noch hin. Der wird es vermutlich nicht schaffen, aber das, was der geleistet hat, Alter, Respekt. Bam, voll erwischt. Ich habe jetzt gerade Zuversicht. Ich weiß aber nicht, wie lange sich die hält. Jetzt komm hier runter. Okay. Der hat echt viel Verteidigung. Jetzt verschanzt er sich da hinten drin, das Schwein. Wo hat er die Artilleriestellung? Hier? Nee, das ist er nicht. Denn? Das ist doch keine. Der hat doch keine richtige schwere Artilleriestellung. Oder doch? Ich sehe nämlich gerade keine. Mein Typ soll erstmal hier gerade mitten reinfliegen. Wenn er mitten reinfliegt und da erstmal was zerstört, dann ist es schon mal gut. Natürlich nur, wenn er so weit kommt. Denn die Verteidigung, die er hier hat, also da muss ich sagen, Alter Markson, du hast hier doch auch beachtlich was aufgebaut. Ich habe dir vielleicht doch ein bisschen viel Zeit gelassen, ja? Muss ich leider zugeben. Und da ist das Teil auch schon kaputt. Aber macht auch hier was kaputt. Auch wenn es nicht viel war. Gut, dumm gelaufen. Über den Seeweg werde ich wahrscheinlich nicht gehen. Lebe um ihr Leben, bevor sie starb. Sie war ein Feigling bis zum Schluss. Schnauze. Oh, er hat was. Oh, er hat wieder gut was kaputt gemacht. Gut, der soll mal hier vorne drauf gehen. Das ist nämlich nicht so stark geschützt und mein linkes Bein bringt mich jetzt um. Schmerz. Oh, der ist schon am Brennen. Habe ich das richtig gesehen? Ups. Aber 54 Kills. Das meiste, was wahrscheinlich kaputt gemacht wurde, war vom Commander selbst. Vom gegnerischen. Bam! Erwischt. Geil. Das war wieder ein guter, präziser Treffer. Das braucht noch ein Weilchen. Wo hat er seinen. Da hat er zwei, aber das ist eine normale Artilleriestation. Normale. Die haben doch nicht.